sprach vor der Pause über die Tatsache, dass die Einheiten der Kriegsmarine in territorialen Fragen der Seekriegsleitung nicht unterstellt waren. Dieser Befehlsweg für territoriale Aufgaben erklärt auch die völlige Unkenntnis des Großadmirals und seiner Mitarbeiter in der Seekriegsleitung über die Abgabe der Besatzung des norwegischen Torpedoboots MTB 345 an den Sicherheitsdienst nach ihrer Gefangennahme durch Einheiten des Admirals von Schrader. Wie sich aus den Zeugensagen ergibt, ebenso wie aus den Protokollen des Kriegsverbrechergerichts von Oslo, erhielt die Seekriegsleitung lediglich einen Gefechtsbericht über die Aufbringung des Boots und die Zahl der Gefangenen. Alles Weitere, die Entdeckung von Sabotagematerial und Zivilanzügen an Bord, die Feststellung von Sabotageaufträgen und die Behandlung der Besatzung als Saboteure nach dem Kommandobefehl, wurde als territoriale Angelegenheit zwischen dem Admiral von Schrader und dem Wehrmachtbefehlshaber Norwegen behandelt. Die Entscheidung über das Schicksal der Besatzung kam auf Anfragen des Gauleiters Terboven aus dem Führerhauptquartier. Es ist nicht nur kein Nachweis vorhanden, dass die Seekriegsleitung in diese territorialen Fragen eingeschaltet worden wäre, sondern man muss das nach den vorgelegten Beweisen und nach der dargelegten Befehlsgliederung als widerlegt ansehen. Den zweiten Versuch der Anklage, eine Teilnahme an der angeblichen Verschwörung zur Begehung von Kriegsverbrechen herzustellen, erblicke ich in dem vorgelegten Protokoll des Admirals Wagner über die Frage des Austritts aus der Genfer Konvention im Frühjahr 1945. Die näheren Umstände ergeben sich aus der Zeugenaussage Wagners. Danach wurde in einer Lagebesprechung am 17. Februar vom Führer darauf hingewiesen, dass die feindliche Propaganda über die gute Behandlung der Kriegsgefangenen auf die im Westen eingesetzten Truppen offensichtlich Eindruck mache und viele Fälle von Überlaufen gemeldet würden. Er befahl, die Frage des Austritts aus der Genfer Konvention zu prüfen. Damit wollte er die eigenen Soldaten davon überzeugen, dass sie nicht mehr auf gute Behandlung als Kriegsgefangene rechnen könnten und so eine Gegenwirkung gegen die feindliche Propaganda schaffen. 2 Tage später kam Hitler auf diesen Gedanken zurück. Aber jetzt stand eine andere Begründung im Vordergrund. Er bezeichnete die feindliche Kriegführung im Osten und die Bombenangriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung als völlige Absage an das Völkerrecht auf der Gegenseite und wollte sich nun auch seinerseits durch den Austritt aus der Genfer Konvention von allen Bindungen lösen. Er ersuchte erneut die Wehrmacht und Stellungnahme und wandte sich dabei direkt an den Großadmiral. Dieser gab keine Antwort. Die Auffassung der militärischen Führer zu diesen Gedanken war einhellig ablehnend. Vor der Lage am nächsten Tage fand eine etwa 10 Minuten lange Besprechung zwischen Großadmiral Dönitz, Generaloberst Jodl und dem Botschafter Hebel statt, in der Dönitz seine ablehnende Haltung bekundete. Dabei äußerte er nach dem Vermerk von Admiral Wagner, es sei besser, die für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne Ankündigung zu treffen und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht zu wahren. Die Anklage erblickt darin die Bereitschaft und den Willen, Hunderttausende alliierter Kriegsgefangener willkürlicher Ermordung auszusetzen. Admiral Dönitz selbst hat an diesen Satz keine Erinnerung. Das ist nicht verwunderlich, denn es handelt sich nicht um ein Protokoll, sondern um die Zusammenfassung eines längeren Gesprächs in 4 Sätzen. Die Formulierung geschah erst einen Tag nach dem Gespräch und sie stammt von Admiral Wagner. Dieser gibt selbst die Erklärung, der Großadmiral habe alle wilden Sachen missbilligt, die uns von vornherein ins Unrecht setzen und nur solche Maßnahmen als berechtigt angesehen, die nach dem Verhalten der Gegenseite im Einzelfall
sachlich geboten gewesen seien. Da Wagner als Verfasser der Niederschrift am besten wissen muss, was er damit ausdrücken wollte, kann ich von mir aus dieser Erklärung nichts hinzufügen. Die Auslegung der Anklage findet auch keine Stütze in den sonstigen Umständen. Eine Geheimhaltung irgendwelcher Maßnahmen kam überhaupt nicht in Betracht. Sie hätten vielmehr bekannt gegeben werden müssen. Einerlei, ob sie nun zur Abschränkung eigener Überläufer oder als ob Repressalie gedacht gewesen wären. In dem Vermerk von Wagner ist aber von irgendwelchen konkreten Maßnahmen, die getroffen werden sollten, überhaupt nicht die Rede. Und alle Zeugen, die an der betreffenden Führerlage teilgenommen haben, bekunden, dass darüber auch kein Wort gesprochen wurde. Der Gedanke an die Ermordung von Kriegsgefangenen konnte daher bei keinem Teil der Teilnehmer des von Wagner notierten Gesprächs vorliegen. Nun hat sich hier herausgestellt, durch die Aussagen der Angeklagten von Ribbentrop und Fritzsche, dass Hitler offenbar damals neben der Aktion bei den Generalen eine andere vorbereitet hatte, an der lediglich Goebbels und Himmler beteiligt werden sollten und die durch Zufall auch zur Kenntnis von Ribbentrop kam. Bei dieser Aktion scheint die Erschießung tausender von Kriegsgefangenen als Repressalie für den Luftangriff auf Dresden erwogen worden zu sein. Von derartigen Gedanken hat Hitler den Generalen gegenüber jedoch wohl, weiß ich, nicht die leiseste Andeutung gemacht. Die Aktion ist nicht weiter verfolgt, Repressalien sind nicht durchgeführt worden. Und damit komme ich wieder zu den Tatsachen. Tatsache ist, dass Admiral Dönitz den Austritt aus der Genfer Konvention missbilligt hat und dass Hitler infolge der offensichtlich ablehnenden Stellung aller militärischen Führer den Gedanken überhaupt nicht weiter verfolgt hat. Tatsache ist, dass keinerlei völkerrechtswidrige Maßnahmen von deutscher Seite aufgrund der von der Anklage beanstandenen Bemerkung getroffen worden sind. Und Tatsache ist schließlich, dass die gefangenenfeindlichen Seeleute, die in einem Kriegsgefangenenlager der Marine zusammengefasst waren, bis zum letzten Tag des Krieges vorbildlich behandelt worden sind. Wer sich in seinem eigenen Bereich derartig verhält, wie Admiral Dönitz das bei den Gefangenen der Kriegsmarine getan hat, dem kann vernünftigerweise nicht unterschoben werden, dass er alle rechtlichen und moralischen Bindungen gegenüber den Kriegsgefangenen über Bord geworfen habe. Nach Zeugnis eines englischen Kommandeurs haben bei der Übernahme des Gefangenenlagers der Kriegsmarine durch britische Truppen alle Gefangenen ohne Ausnahme berichtet, dass sie mit Fairness and Consideration behandelt worden seien. Das Tribunal wird eine derartige einmütige Äußerung zu würdigen wissen, nach dem, was in diesem Verfahren sonst über Versager in der Kriegsgefangenenbehandlung, und zwar nicht nur auf deutscher Seite, bekannt geworden ist. Wenn ich mich nunmehr mit der Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen die Humanität befasse, so möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass Admiral Dönitz nach Punkt 4 der Anklage wegen direkter Begehung von Humanitätsverbrechen nicht angeklagt ist. In der Einzelanklage wird nicht einmal Teilnahme an der Verschwörung zur Begehung von Humanitätsverbrechen behauptet. Das bedeutet wohl das Zugeständnis, dass tatsächlich keine Beziehung zwischen seiner Tätigkeit und den von der Anklage vorgebrachten Humanitätsverbrechen bestehen. Trotzdem hat die Anklage einige Dokumente vorgelegt, die anscheinend eine Mitverantwortung für gewisse Humanitätsverbrechen begründen sollen. Bei der Beurteilung dieser Dokumente spielt immer wieder die Frage die Hauptrolle, was Admiral Dönitz von den behaupteten Verbrechen wusste. Dazu möchte ich eins klarstellen. Während des ganzen Krieges hat er gewohnt und gelebt in seinem Stabsquartier. Und zwar zunächst an der Nordsee, seit 1940 in Frankreich,
1943 kurze Zeit in Berlin und dann im Lager Koralle bei Berlin. Wenn er im Führerhauptquartier war, wohnte er bei dem dortigen Marinestab. Sein außerdienstlicher Verkehr bestand also fast ausschließlich aus Marineoffizieren. Das mag eine Schwäche gewesen sein, aber es ist eine Tatsache, die für die Unkenntnis mancher Vorgänge eine zusätzliche Erklärung gibt. Die Weiterleitung eines Vorschlags des Rüstungsministeriums, 12.000 Mann aus Konzentrationslagern als Werftarbeiter einzusetzen, ist für die Anklage ein Beweis dafür, dass Admiral Dönitz die Verhaftung unzähliger Unschuldiger, ihre Misshandlung und ihre Tötung in den Konzentrationslagern gekannt und gebilligt habe. Tatsächlich wusste er natürlich, dass es Konzentrationslager gab, und er wusste auch, dass in den Lagern außer den Berufsverbrechern politische Häftlinge verwahrt wurden. Wie hier schon dargelegt worden ist, ist die Verwahrung politischer Gegner aus Sicherheitsgründen zumindest in Zeiten der Not eine in allen Staaten durchgeführte Maßnahme. Die Kenntnis einer solchen Einrichtung kann also keinen Menschen belasten. Allerdings kann, gemessen an der Bevölkerungszahl, eine unverhältnismäßig hohe Anzahl politischer Häftlinge ein Regime zum Terrorregime stempeln. Bei einer Bevölkerung von 80 Millionen und im fünften Jahr eines harten Krieges würde jedoch aus das Doppelte oder Dreifache der Kriegsmarine ebenso wie seinen Mitarbeitern und dem überwältigenden Teil des deutschen Volkes, die in den Konzentrationslagern vorgekommenen Misshandlungen und Tötungen unbekannt waren, hat er hier bezeugt. Alles, was die Anklage dagegen vorgebracht hat, sind Vermutungen, aber keine Beweise. Ich will daher zu diesem Punkt nur noch auf die Aussage des damaligen Rüstungsministers Speer hinweisen, wonach sich die Insassen der Konzentrationslager durch eine Beschäftigung in der Industrie wesentlich besser standen als im Lager und mit allen Mitteln nach einer solchen Beschäftigung strebten. Der weitergeleitete Vorschlag bedeutete also nichts Unmenschliches, sondern eher das Gegenteil. In dem gleichen Antrag befindet sich eine Anregung, energische Maßnahmen gegen die Sabotage auf norwegischen und dänischen Werften zu treffen, der 7 von 8 Neubauten zum Opfer gefallen waren. Notfalls solle die Belegschaft ganz oder zum Teil als KZ-Arbeiter eingesetzt werden. Denn, so heißt es, eine Sabotage dieses Ausmaßes sei nur mit stillschweigender Duldung der ganzen Arbeiterschaft möglich. Hier handelt es sich also um den Vorschlag zu einer Sicherungsmaßnahme dadurch, dass die aktiv oder passiv an der Sabotage beteiligten Arbeiter in einem Lager bei der Werft untergebracht werden und damit ihre Verbindung zu Sabotageagenten abgeschnitten werden sollte. Ich glaube nicht, dass gegen solche Sicherungsmaßnahmen rechtlich etwas einzuwenden ist. Nach der Praxis aller Okkupationstruppen wären in derartigen Fällen sogar kollektive Strafmaßnahmen berechtigt. Tatsächlich ist es zu den angeregten Maßnahmen nicht gekommen. Und die Anklage bringt sie auch wohl nur vor, um Admiral Dönitz damit allgemein eine brutale Einstellung gegenüber den Einwohnern der besetzten Gebiete vorzuwerfen. Zu diesem Zweck bezieht sich sogar auf eine Äußerung des Führers in einer militärischen Lagebesprechung vom Sommer 1944, wonach man den Terror in Dänemark durch Gegenterror bekämpfen müsse. Die einzige Mitwirkung des Admiral Dönitz an dieser Äußerung besteht darin, dass sie gehört hat und dass sein Begleiter Admiral Wagner sie niedergeschrieben hat. Die Marine war an ihr weder beteiligt, noch hat sie daraufhin etwas veranlasst. Gegenüber dieser Art der Beweisführung der Anklage möchte ich die Einstellung hervorheben, die Admiral Dönitz tatsächlich den Landeseinwohnern der besetzten Gebiete gegenüber gezeigt hat. Dem Tribunal liegt ein Überblick über die Rechtsprechung der Marinegerichte zum Schutze der Landeseinwohner der besetzten Gebiete vor Übergriffen von Angehörigen der Kriegsmarine vor.
Der Überblick beruht auf der Prüfung von etwa 2000 Strafakten. Und ein Teil der ergangenen Urteile ist mit Sachverhalt und Begründung wiedergegeben. Danach kann man wohl sagen, dass die Gerichte der Kriegsmarine die Landeseinwohner im Westen wie im Osten mit Gerechtigkeit und Strenge geschützt haben. Und zwar ihr Leben sowohl wie ihr Eigentum und die Ehre ihrer Frauen. Diese Rechtsprechung wurde von dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine als obersten Gerichtsherrn ständig überwacht. Für die Bestätigung der gegen deutsche Soldaten ergangenen Todesurteile war er nach der Prozessordnung zuständig. Die Knappheit der Zeit erlaubt es nicht, näher auf einzelne dieser Urteile einzugehen. Für alle gilt, was in einem von ihnen so formuliert wird. Alle Soldaten müssen wissen, dass auch im besetzten Gebiet Leben und Eigentum anderer Menschen voll gewährleistet wird. Diese Einstellung galt in der Kriegsmarine allgemein und die Härte der verhängten Strafen beweist, wie ernst sie genommen wurde. Ich brauche nur wenige Worte zu sagen über den Befehl vom Frühjahr 1945, in dem ein kriegsgefangener deutscher Unteroffizier als vorbildlich hingestellt wurde, weil er in einem Gefangenenlager sich bemerkbar machende Kommunisten unauffällig und planvoll habe umlegen lassen. Tatsächlich handelt es sich nach der Erinnerung von Admiral Wagner um die Beseitigung eines Spitzels. Der Sachverhalt wurde aber in der genannten Art verschleiert, um dem feindlichen Nachrichtendienst keinen Anhalt über das Lager und die Person des Unteroffiziers zu geben. Dass der Befehl nach seinen wahren Grundlagen zu rechtfertigen war, kann niemand bezweifeln angesichts der ungeheuren Zahl von politischen Morden, die mit Duldung oder Unterstützung der am Kriege beteiligten Regierungen begangen worden sind und deren Täter man heute als Helden feiert. Dass aber die verunglückte, getarnte Fassung Beweis für einen allgemeinen Plan sein könne, Kommunisten umzulegen, kann ich nicht als ernst betrachten. Ein zum Schutz von Kommunisten ergangenes Urteil soll die wirklichen Verhältnisse zeigen. Ein Feldwebel hatte in einem Lazarett Decken unterschlagen, die für sowjetische Kriegsgefangene bestimmt waren, und hatte einem verstorbenen Gefangenen Goldzähne herausgebrochen. Dieser Feldwebel wurde von einem Marinegericht zum Tode verurteilt und nach Bestätigung des Spruchs durch den Oberbefehlshaber hingerichtet. Endlich hat die Anklage auch noch eine Verbindung mit der Judenfrage hergestellt, durch eine Äußerung, in der der Großadmiral vom schleichenden Gift des Judentums spricht. Dazu stelle ich fest, der Plan zur Vernichtung des Judentums war Dönitz ebenso unbekannt wie dessen Ausführung. Bekannt war ihm die Umsiedlung der in Deutschland ansässigen Juden nach dem Generalgouvernement. Ich glaube nicht, dass man eine solche Umsiedlung verdammen kann in einer Zeit, wo in noch viel größerem Ausmaße Austreibungen von Deutschen stattfinden, vor den Augen einer ruhig zuschauenden Welt. Auch hier verweise ich auf ein Urteil, in dem gegen zwei deutsche Seeleute hohe Zuchthausstrafen verhängt wurden. Sie hatten gemeinsam mit Franzosen bei französischen Juden geplündert. Aus der Begründung zitiere ich wieder einen Satz, der die allgemeine Haltung kennzeichnet. Dass sich die Taten gegen Juden richteten, kann die Angeklagten in keiner Weise entschuldigen. Ebenso scheinen mir die Bemühungen der Anklage gescheitert zu sein, Admiral Dönitz auf dem Wege über den sogenannten fanatischen Nazi in ihre Konstruktion der Conspiracy einzubeziehen. Er war weder Mitglied der Partei, noch ist er bis zu seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine politisch irgendwie hervorgetreten. Die Behauptung der Anklage, er sei wegen seiner politischen Haltung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt worden, entbehrt jeder Grundlage. Als aktiver Offizier, dem nach dem Wehrgesetz jede politische Betätigung verboten war, hatte er keinen Anlass, sich näher mit dem Nationalsozialismus zu befassen.
Wie Millionen anderer Deutscher anerkannte er doch die einmaligen Erfolge der Führung Hitlers auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet. Wie selbstverständlich auch in der Befreiung von den Bindungen von Versailles, die ihn als Soldaten besonders berührten. Er stand also ohne jeden politischen Aktivismus, aber in loyaler Weise auf dem Boden des nationalsozialistischen Staates, als er die Ernennung zum Oberbefehlshaber erhielt. Damit kamen in sein Verhältnis zum Nationalsozialismus zwei neue Elemente. Das war zunächst die persönliche Berührung mit Adolf Hitler. Wie fast alle, die mit diesem Mann persönlich zu tun hatten, war er aufs Tiefste von ihm beeindruckt. Zu der dem Berufsoffizier anerzogenen Achtung vor dem Staatsoberhaupt und Treue zu dem obersten Befehlshaber kam die Bewunderung für den Staatsmann und Feldherrn. Es ist schwer, nach den Kenntnissen, die dieses Verfahren vermittelt hat, eine derartige Einstellung ganz zu verstehen. Ich fühle mich weder berufen noch imstande, eine Persönlichkeit wie Adolf Hitler zu beurteilen. Aber eins scheint mir sicher, dass er nämlich mit vollendeter Kunst der Tarnung die menschlich abstoßenden Züge seines Charakters meisterhaft vor denjenigen seiner Mitarbeiter verborgen hat, denen er diesen Teil seines Wesens nicht zu offenbaren wagte. Der Hitler, den der neue Oberbefehlshaber der Kriegsmarine damals kennenlernte und den er verehrte, war also ein völlig anderer als der, den die Welt, zu Recht oder zu Unrecht, heute sieht. Das zweite neue Element im Verhältnis des Großadmirals zum Nationalsozialismus lag darin, dass die Erfüllung seiner militärischen Aufgabe ihn notwendig mit den politischen Stellen des Reichs in Berührung brachte. Ob er mehr Menschen, mehr Schiffe oder mehr Waffen brauchte, immer waren es letztendlich politische Stellen, mit denen er sich auseinanderzusetzen hatte. Um bei seinen Forderungen Erfolg haben zu können, musste er daher von vornherein einmal jedes politische Misstrauen ausschalten. Das hat er bewusst getan und auch von seinen Untergebenen gefordert. Die Partei war für ihn nicht ein ideologischer Faktor, sondern der tatsächliche Träger der politischen Macht. Mit ihr verband ihn das gemeinsame Ziel, den Krieg zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels betrachtet er sie als seinen Bundesgenossen. Einem Bundesgenossen muss man aber für die Vorteile, die man von ihm erwartet, auch gewisse Opfer bringen. Insbesondere auch Opfer im Übersehen von Fehlern und im Verschweigen von Gegensätzen. Die durch die Stellung und die Aufgaben als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine geschaffene Bindung an den Führer und Berührung mit der Partei hat den Großadmiral jedoch niemals dazu veranlasst, etwas mitzumachen, was er nicht vor seinem Gewissen verantworten konnte. Gerade einige Punkte der Anklage beweisen das. Der Führer forderte die Bekämpfung von Schiffbrüchen. Admiral Dönitz lehnte sie ab. Der Führer wünschte den Austritt aus der Genfer Konvention. Admiral Dönitz lehnte ihn ab. Dem Einfluss der Partei auf die Wehrmacht hat er sich hartnäckig und mit Erfolg widersetzt. Seinem Widerstand ist es zu danken, dass die nationalsozialistischen Führungsoffiziere nicht politische Kommissare wurden, sondern als echte Offiziere lediglich Berater ihres Kommandeurs waren, der die alleinige Verantwortung für die Führung seiner Truppe behielt. Die von der Partei betriebene Abgabe der politischen Strafsachen gegen Soldaten von den Kriegsgerichten an den Volksgerichtshof hat Großadmiral Dönitz bis zum Winter 1944-45 verhindert und dann entgegen einer Verordnung des Führers in der Kriegsmarine nicht durchgeführt. Er hat sich also niemals mit der Partei identifiziert und kann daher gewiss nicht für deren weltanschauliche Bestrebungen oder sogar Exzesse verantwortlich gemacht werden. Genauso wenig wie in der Auswärtigen Politik
eine Regierung die Verantwortung für diese Dinge bei einem Bundesgenossen zu übernehmen bereit wäre. Ich will nun keinesfalls den Eindruck erwecken, Admiral Dönitz sei kein Nationalsozialist gewesen. Im Gegenteil. Ich möchte gerade an seinem Beispiel die Unrichtigkeit der These beweisen, dass jeder Nationalsozialist als solcher ein Verbrecher sein müsse. Dieses Tribunal ist die einzige Instanz, in der sich autoritative Persönlichkeiten der alliierten Hauptmächte eingehend und unmittelbar mit der deutschen Vergangenheit der letzten 12 Jahre befassen. Es bildet daher die einzige Hoffnung sehr vieler Deutscher, einen verhängnisvollen Irrtum zu beseitigen, der die schwachen Charaktere unseres Volkes zur Heuchelei veranlasst und so der politischen Gesundung entscheidend im Wege steht. Wenn ich nach diesen Ausführungen noch auf den Vorwurf eingehe, Admiral Dönitz habe im Februar 1945 aus politischem Fanatismus die unausbleibliche Kapitulation hinausgezögert, so tue ich das aus einem besonderen Grund. Dieser Vorwurf, der mit der Anklage vor einem internationalen Gericht kaum etwas zu tun zu haben scheint, liegt besonders schwer in den Augen des deutschen Volkes. Denn dieses Volk weiß, welche Zerstörungen und welche Verluste es in den Monaten vom Februar bis zum Mai 1945 noch erlitten hat. Ich habe Erklärungen von Darlan, Chamberlain und Churchill aus dem Jahr 1940 vorgelegt, in denen diese Staatsmänner in einer kritischen Stunde ihres Landes zu verzweifeltem Widerstand, zur Verteidigung von jedem Dorf und von jedem Haus aufriefen. Niemand wird daraus den Schluss ziehen, dass diese Männer fanatische Nationalsozialisten gewesen sind. In der Tat ist die Frage einer bedingungslosen Kapitulation von so ungeheurer Tragweite für ein Volk, dass man eigentlich erst nach den Ereignissen darüber urteilen kann, ein Staatsmann, der vor diese Frage gestellt war, richtig gehandelt hat oder nicht. Admiral Dönitz war aber im Februar 1945 kein Staatsmann, sondern Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Sollte er etwa seine Untergebenen dazu auffordern, die Waffen niederzulegen zu einem Zeitpunkt, wo die politische Führung des Staates den militärischen Widerstand noch für zweckmäßig und notwendig hielt? Das kann niemand im Ernst fordern. Wesentlich schwieriger erscheint mir die Frage, ob er nicht aufgrund seines hohen Ansehens bei Hitler dazu verpflichtet war, diesen auf die Aussichtslosigkeit weiteren Widerstandes mit aller Deutlichkeit hinzuweisen. Ich würde persönlich eine solche Pflicht gegenüber seinem Volk bejahen, wenn er selbst eine Kapitulation zu diesem Zeitpunkt für richtig erachtet hätte. Er hat es nicht getan und die Gründe dafür dargelegt. Kapitulation bedeutet Stehenbleiben der Armeen und Stehenbleiben der Bevölkerung. Die im Februar 1945 noch über 2 Millionen Mann starke deutsche Armee an der Ostfront und die gesamte Zivilbevölkerung der deutschen Ostprovinzen wäre also in die Hand der Sowjetarmeen gefallen. Und zwar in einem Wintermonat mit grimmiger Kälte. Admiral Dönitz war daher der Auffassung, die auch der Generaloberst Jodl teilte, dass die auf diese Weise eintretenden Menschenverluste ungleich höher gewesen wären als die, die durch eine Hinauszögerung der Kapitulation bis zu einer wärmeren Jahreszeit noch entstehen mussten. Erst eine spätere Zeit, der genauere Unterlagen zur Verfügung stehen über die Verluste an Soldaten und an Zivilbevölkerung, die vor und nach der Kapitulation im Osten und im Westen eingetreten sind, wird über die objektive Richtigkeit dieser Auffassung einmal urteilen können. Schon heute lässt sich aber sagen, dass diese Überlegungen allein getragen waren vom ernsten Verantwortungsbewusstsein für das Leben deutscher Menschen. Das gleiche Verantwortungsbewusstsein veranlasst ihn, nach Übernahme der Geschäfte des Staatsoberhaupts am 1. Mai 1945 die Kampfhandlungen nach dem Westen einzustellen, die Kapitulation nach dem Osten dagegen noch um einige Tage hinauszuzögern. Tage, in denen es Hunderttausende gelang, nach dem Westen zu entkommen. Von dem Augenblick an
wo er, für ihn selbst völlig überraschend, eine politische Aufgabe bekam, hat er mit vernünftiger Hand ein drohendes Chaos verhütet, Verzweiflungstaten führerlos gewordener Massen verhindert und vor dem deutschen Volk die Verantwortung für den schwersten Schritt übernommen, den ein Staatsmann wohl überhaupt unternehmen kann. Er hat also, auf den Ausgangspunkt der Anklage zurückzukommen, nichts getan, um diesen Krieg anzufangen, aber das Entscheidende, um ihn zu beenden. Das deutsche Volk hat seit diesem Zeitpunkt vieles erfahren, was es nicht erwartet hatte. Und es ist mehr als einmal hingewiesen worden auf die bedingungslose Kapitulation, die das letzte Staatsoberhaupt vollzogen hat. Dieses Tribunal wird es in der Hand haben, ob dieses Volk in Zukunft auf die bindende Kraft der Unterschrift eines Mannes verwiesen werden soll, der von seinen Vertragspartnern als Verbrecher vor der ganzen Welt geächtet ist. Ich habe zu Beginn meines Vortrages hingewiesen auf die Zweifel, die jedes Kriegsverbrecherverfahren in der Brust eines Juristen notwendig auslösen muss. Sie lasten auf jedem, der eine Mitverantwortung an einem solchen Verfahren trägt. Ich könnte die Aufgabe aller Verantwortlichen nicht besser kennzeichnen, als mit den Worten, die ein englischer Anwalt über die Prozesse vor dem Deutschen Reichsgericht im Jahre 1921 geprägt hat. Ich zitiere. Die Kriegsverbrecherprozesse waren eher von einem erzürnten Publikum gefordert als von Staatsmännern oder der kämpfenden Truppe. Hätte die öffentliche Meinung von 1919 ihren Lauf genommen, so könnten die Verfahren ein grimmiges Schauspiel geboten haben, dessen sich künftige Geschlechter geschämt hätten. Aber dank den Staatsmännern und den Juristen wurde ein allgemeiner Schrei nach Rache verwandelt in eine wahre Demonstration der Majestät des Rechts und der Macht des Gesetzes. Möge der Spruch dieses Tribunals in ähnlicher Weise Bestand haben vor dem Urteil der Geschichte.